Schorsch! Wir wollen einen Weihnachtsbaum kaufen. Hurra! Sind denn alle so weit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los! Das ist Frau Mümmels Baumverkauf. Hallo, Frau Mümmel. Hallo auch. Wir möchten gern einen Baum kaufen. Welche Sorte darf's denn sein? Aber sagen Sie nicht Apfelbaum oder Kirschbaum. Die führe ich nicht. Wir möchten einen Weihnachtsbaum. Puh, davon habe ich hunderte. Das hier sind die kleinsten. Wir möchten einen etwas größeren. Das sind unsere mittleren. Immer noch nicht groß genug. Bist du sicher, Papa Wutz? Ich finde die sehr schön. Und das ist unser größter Baum. Perfekt. Abgemacht. Herr Bulle kann ihn zu Ihrem Auto tragen. Herr Bulle! Hallo zusammen. Ein großer Baum, das. Haben Sie ein großes Auto? Ja. Also, wo ist das Auto? Da ist es. Oh, unser Auto ist etwas klein, nicht wahr? Papa muss dann wohl einen kleineren Baum aussuchen. Nein, muss ich nicht. Ich trage ihn nach Hause. So schwer kann der nicht sein. Bis später dann. Bis später. Wiedersehen. Wiedersehen. Papa ist schon ewig fort. Hoffentlich geht es unserem Baum gut. Was ist das für ein Geräusch? Es ist Papa mit unserem Baum. Hurra! Papa, war der Baum denn schwer? Ein bisschen schwer schon, ja. Hier ist dein Geschenk, Papa Wutz. Socken. Und ich habe Socken. 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 Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... mich. Ich habe mir eine Puppe gewünscht, die läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Polly Piepmatz. Aber das war doch das letzte. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Hallo? Darf ich bitte mal mit Peppa sprechen? Peppa, Luzi Locke für dich. Hallo, Luzi. Hast du deine Puppe bekommen? Nein. Ich habe eine. Sie weint und lacht und schließt ihre Augen und sie kann alles. Der Weihnachtsmann hat dir meine Puppe gebracht. Nein. Auf dem Schild steht für Luzi Locke. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz unten in meinem Sack? Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Ho, ho, ho. Weihnachtsmann! Hallo. Er ist durch den Kamin gerutscht. Na, was denn sonst, Oma? Hier ist dein Geschenk, Peppa. Entschuldige bitte die Verspätung. Meine Puppe! Danke, Weihnachtsmann. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Lecker. Ich habe mir gewünscht, dass uns der Weihnachtsmann an Weihnachten besuchen kommt. Und so war's. Ho, ho, ho. Und watscheln. Und sie schwimmen ja. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe.
Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge! Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann! Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Fein, seid ihr bereit, mit dem Ostereiersuchen zu beginnen? Ja! Wenn ihr alle Eier gefunden habt, werden sie gerecht aufgeteilt. Fertig! Für jedes Kind sollte ein Ei da sein. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht auf Anhieb finden könnt. Klausi Kleff entdeckt eins unter dem Blumentopf. Luzi Locke findet eins hinter dem Busch. Peppa findet eins im Baum. Schorsch findet eins im Eimer. Fertig! Ui, das ging ja schnell. Und alle haben ein Ei gefunden. Wohin soll's denn gehen? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte. Okidoki, steigt ein. Sie waren sicher beim Einkaufen. Die Leute kaufen viel zu viel ein heutzutage. Kaufen dies, kaufen das. Ständig einkaufen. Aber Frau Mümmel, warum reden Sie denn so viel? Das machen Taxifahrer so, Peppa. Aha. Stellen Sie sich vor, neulich saß Mr. Kartoffel bei mir im Auto. Da muss ich ihn. Oma Wutz verreist für ein paar Tage. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja. Am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja. Und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub.
Urlaub. Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Wart's mal ab. Man misst bis zu den Ohrenspitzen. Oh, zählen die Ohren auch? Gerald Giraffe ist der Größte. Oh, ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. 1, 2, 3. Während Peppa bis 10 zählt, müssen sich die anderen verstecken. 6, 7, 8, 9, 10. Aufgepasst, ich komme jetzt. Hab dich, Gerald. Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Jetzt spielen wir Ball. Ja! Vielleicht mache ich später mit. Gerald Giraffe möchte nicht spielen. Er ist traurig. Fang auf, Klausi. Fang auf, Petro. Fang, Peppa. Oh! Der Ball hängt oben im Baum fest. Ich komme nicht dran. Lass mich mal versuchen. Oh, der ist zu hoch. Was sollen wir tun? Wir fällen den Baum. Nein! Ich komme mit meinem Rüssel dran. Nein, doch nicht. Wenn nicht mal Emily mit ihrem Rüssel drankommt, kriegen wir unseren Ball niemals wieder. Was machen wir nun? Wir fällen den Baum. Nein! Es muss doch jemanden geben, der groß genug ist, um an den Ball zu kommen. Gerald! Was? Du kannst den Ball holen. Du bist doch so groß. Ich kann's probieren. Wir machen mal wieder ein tolles Bastelprojekt. Oh, Bastelprojekt? Oh, was denn für eins? Jeder bastelt zu Hause eine Burg. Okay, warum nimmst du nicht diesen leeren Müsli-Karton? Obendrauf 2 Joghurtbecher und was hast du dann? Ein Karton mit 2 Bechern. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Peppa, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unsere Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo. Kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Hallo allerseits. Hallo, Königin.
Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh! Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's gerade nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Achtung, gleich kracht es gegen die Brücke. Die Brücke wird nach oben geklappt. Aber die Fische, die ich erforsche, leben nicht in einem Aquarium, sondern im Meer. Haben die Fische im Meer auch kleine Brücken zum Durchschwimmen und Schatztruhen zum Spielen? Nein, Peppa. Das sind nur so Sachen, um das Aquarium zu schmücken. Wollt ihr alle mitkommen dahin, wo ich arbeite? Ja, bitte. Ich war schon mal da, wo mein Papa arbeitet. Da gab's ein Telefon, ganz viel Papier und bunte Stifte. Er hat ein sehr schönes Büro. Na, dann findest du mein Büro bestimmt auch sehr schön. Also das hier ist mein Büro. Wo denn? Da, Pepper, das Meer. Ich habe das beste Büro auf der ganzen Welt. Aber wie können Sie im Meer arbeiten? Mit diesem U-Boot hier. Wow! Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte! Okay, hüpf rein. Wow! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Ich hätte gern auch so ein als Fahrrad. Kein Problem, du kannst das Fahrrad haben, das du willst. Okay. Mein als Fahrrad ist pink und flauschig. Wow. Da kommt Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Spielt ihr beiden mit mir Ball? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren als Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen Als-Ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-Ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin.
Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 1000! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauruck! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Aber wir haben doch gerade erst angefangen, mit den Rollern zu fahren. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wurst. Ja, bis später. Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Nicht so schnell. Komm schon, Papa. Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich. Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz gefällt das Rollerfahren. Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid.
Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa, wann können wir endlich das lustige Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Puh. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Es gibt Preise für alle, die teilnehmen. Opa und Oma Wutz wollen Peppa abholen. Opa Wutz, hast du an meinen Kürbis für den Wettbewerb gedacht? Oh, keine Sorge, Peppa. Dein Kürbis liegt rund und gesund in meinem Gewächshaus. Ist mein Kürbis denn auch groß, Opa Wutz? Oh, ja. Das ist Opa Wutz Gewächshaus. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz! Das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Madame. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt.
Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Piep, 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 du, du. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hörst du? Ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir...